Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es relativ früh für meine Verhältnisse, 10 Uhr, und ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Gesprächspartner, Omar Dejan hier, und wir haben den nächsten Hexathon-Speaker. Und ich freue mich besonders, euch Jeremy Fay vorzustellen, den kleinen Bruder von Pascal Fay, den man mittlerweile ja in der Online-Marketing-Szene sehr gut kennt, von Mehrgeschäft. Wenn ihr ihn nicht kennt, dann macht ihr ja irgendwas falsch, dann beschäftigt euch nicht genug mit Online-Marketing. Ich freue mich, dass du heute hier bist, Jeremy, und stelle dich mal gleich kurz vor, bitte. Ja, super cool. Vielen Dank. Ja. Also, wie gesagt, ich bin Jeremy Fay. Mache ich so den ganzen Tag. Ich mache den ganzen Tag eigentlich Online-Marketing, so wie ihr alle wahrscheinlich, und liebe es für mein Leben gern. Mache es jetzt seit 7 oder 8 Jahren, mache ich nichts anderes als Online-Marketing. Habe natürlich noch nebenbei, bin ich zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht. Habe aber eben schon angefangen, habe, glaube ich, mit 14 mir so eine AdSense-Seite aufgebaut. Bundesliga-Fußball.com hieß die, und hat dann neben der Schule eben so ein bisschen, also versucht, organisch Traffic drauf zu bekommen, ne? Also so wie man das halt damals gemacht hat. Und dann habe ich da AdSense drauf geschaltet, ein paar Klicks gekriegt, habe da ein paar Euro am Tag verdient. Und so fing es an, ne? Und dann hat sich das halt so alles entwickelt. Dann ein paar Nischenseiten mir während der Schule noch aufgebaut. Habe Praktika auch gemacht, zum Teil auch bei großen amerikanischen, bei einem großen amerikanischen Nasdaq-Konzern auch, durfte für die das Online-Marketing machen, habe viel gelernt dabei. Darf man da Und schon einhaken und fragen, wo das war, bei welchem Konzern? klar, das war Thor Minerals, heißt der. Das ist also, mehr B2B geht, glaube ich, gar nicht, als das, was die machen. Das heißt also, es ging darum, wenn man sich so Plastik anschaut, hier, was habe ich hier, so, hier habe ich Plastik, ja, hier. Und das ist ja nicht nur rein Erdöl. Das heißt also, wird ja irgendwie noch mit so irgendwas gefüllt, damit die Produktion nicht so teuer ist. Also so Fillers nennt man das, ja. Und die sorgen dann dafür, dass es irgendwie flame retardant ist, also dass es nicht so schnell brennt, und Smoke, also dass es nicht raucht oder sowas, ne? Irgendwie, wenn eine Bahn gebaut wird, ist da Plastik außen und so weiter alles, Okay. ja. Und da geht es halt auch darum, Vertrieb zu machen, ne? Für die habe ich den Online-Vertrieb zu machen gemacht. Und das Spannende ist, die haben halt dann nicht Tickets von 90 Euro oder sowas, sondern dann für ein paar Millionen bei einem Kunden direkt. Und das macht dann wirklich viel Spaß, ja. Ist hochinteressant gewesen. Also habe viel auch da schon lernen können, ja. Ja, und dann ging es weiter. Da habe ich dann habe es halt auch hingekriegt, das so hauptsächlich automatisiert auf die Beine zu stellen. Und habe dann gedacht, nach dem Abitur, ja, jetzt gehe ich mal ins Ausland, ne? Und dann habe ich eine Zeit lang in Neuseeland gelebt und eine Zeit lang noch in Kanada, in Vancouver. Und dann bin ich halt voll eingestiegen, ne? Habe jetzt hier mit Pascal mehr Geschäft, dann eben bin da noch mit eingestiegen. Das gab es ja auch schon vorher, ne? Noch bevor ich auch da drin war. Bin da jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren mit dabei. Und dann haben wir jetzt letztes Jahr noch zusammen alle da die 7-Wochen-Challenge oder die Everbody gegründet, wo eben noch die 7-Wochen-Challenge mit da drin ist, ne? Also unser Abnehm-Business. Und das mache ich jetzt beides Vollzeit. Okay, sehr cool. Da sprechen wir doch gleich drüber. Gerne. Mit 14 hast du angefangen. Ja. Jetzt bist du also 21, ne? Ich werde in, weiß ich nicht, irgendwie, in 10 Tagen werde ich 21, ja. Okay, cool. Und hast du von Anfang an, also als du jetzt angefangen hast, war das jetzt eben irgendwie von Anfang an alles positiv und hast du sofort Geld verdient oder hast du da auch reinkommen müssen? Du hast gesagt, mit AdSense hast du Geld verdient. Konntest du da schon irgendwie, ja, also nebenbei zu verdienen, wie jetzt mit einem Nebenjob, oder erzähl mal da drüber, wie war da der Einstieg? Und ja, vielleicht da ganz kurz mal. Ja, also, wie soll man es mal sagen, ne? Also AdSense, das war nie so richtig das. Also ich habe es natürlich gelernt, hab damals angefangen, durfte auch ein bisschen dadurch, dass es noch nicht so was gab wie Thrive oder Optimize Press oder sowas, hat halt da eben das Positive, sowas alles zu lernen. Aber das Positive war sicherlich nicht der Geldoutput am Ende. Da kommt ja kaum was bei rum, ja, ist halt so. Und da muss man auch immer wieder sagen, wer mein Video kennt zu SEO und auch meine Meinung zu SEO, ich bin da wirklich kein Riesenfan von, weil man einfach abhängig ist von Google, wenn die da irgendwie alle 3 Monate ihre Richtlinien da ändern, gefühlt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie oft das ist, dann macht das ja keinen Spaß. Ja. Also man ist halt mega abhängig, und dann ist man mal hochgerankt bei einem vielleicht guten Keyword, und dann von einem Tag auf den anderen ist man 3 Plätze, 4 Plätze drunter, und plötzlich brechen die Umsätze ein, und da kannst du dich ja nicht drauf verlassen am Ende. Gut, aber das heißt, Und du hast einmal zumindest einmal die Basics gelernt und so weiter. Man kann sehr gut in die Materie einsteigen. Ich ja, glaube, natürlich. wenn man anfängt, entweder fängt man an klassisch, man tippt ein, bei Google Geld verdient im Internet, oder man fängt mit AdSense an, mit einem Blog. Ich kann Ja. mich erinnern, ich habe den ersten Blog 2006 gestartet und
ich war dann froh, als ich in den ersten 2 Jahren einmal $100 bekommen habe von Google. So, wow, Check mit $100, ja. Und also da weiß man eben, dass das echt extrem mühsam ist. Ja, definitiv. Ja. Also ich habe 2007 gestartet, 2007, 2008. Cool. Ja. Und bei dem Konzern jetzt, weil du gemeint hast, du hast Online-Marketing für die gemacht, da ging es jetzt um Millionen-Tickets. Das heißt, es ist ja oft so ein Mythos, also gerade im deutschsprachigen Raum, glauben ja viele Unternehmer, vor allem die klassischen, die jetzt lange am Markt sind, weißt du, diese klassischen Branchen wie auch Finanzdienstleistungen oder egal was, ja. So, boah, das geht bei mir nicht. Weil es kommt immer die klassische Ausrede, ja, ich habe es nur mit Vorständen zu tun, ich habe es nur mit Geschäftsführern zu tun, ja. Und jetzt sagst du, hey, die hatten, ja, erzähl mal da, also kann man wirklich heutzutage eigentlich alles im Internet vertreiben, kann man für alles Interessenten gewinnen, wie ist deine Meinung? Ja, ja, klar, also definitiv, ne? Die Meinung habe ich schon immer gehabt, mit der Meinung bin ich aufgewachsen und das ist auch definitiv so, ja, am Ende sind es alles Menschen, egal ob B2B oder B2C, und man muss nur die richtigen Trigger kennen und die Probleme, die man selber lösen kann, ne? Und auch das hinzu einfach auch mal formulieren können, darum geht es. Natürlich, ja, auch so genau die Situation, wie du gerade das beschrieben hast, ja, dass man immer gegen den Vorstand irgendwie zu kämpfen hat und was weiß ich, ja. Genau das Gleiche hatte ich damals auch, ja, das fing an, dass ich ja eigentlich ja nur Praktikum machen sollte. Und am ersten Tag des Praktikums war ich dort und habe dann auch mit dem Geschäftsführer und mit dem Marketingmanager von Europa da auch geredet und sagte denen am ersten Tag, Freunde, eure Webseite, ja, also wenn ihr das jetzt hier online mit mir machen wollt, so wird das nicht erfolgreich, so wie das aussieht. Wie alt warst du da? 17. Das heißt, ein Vorstand muss sich von einem 17-Jährigen sagen lassen, hey, eure Seite ist scheiße, die müssen wir neu machen. Und er hat sich gesagt, ja, danke, danke, ja, machen wir, oder? Ja, so ähnlich, ja. Ja, leider nicht. Ne? Also das war, ich muss es natürlich ja erstmal begreifen alles. Ja. Ich muss es selber erstmal lernen, dass es so ein Vorstand natürlich nicht so schnell reagiert. Ja. Ich selber bin halt aus meinem naiven Alltagsleben gekommen, habe immer selber schnell alles ändern können, wenn ich es irgendwie kacke fand. Und dachte, so kann man das jetzt auch direkt anwenden. Habe es ihnen auch direkt so gesagt, wie ich es gemeint habe. Habe gesagt, Jungs, ihr wollt hier direkt Verkauf gehen auf einer Webseite und wollt aber Tickets verkaufen von ein paar Millionen, das wird so nichts bringen. Das heißt also vielleicht erstmal ein bisschen Vertrauen aufbauen, ein bisschen mal den Traffic oder die Leads ein bisschen heißer machen, bevor man dann am Ende das Ticket da closen will. Ja, in die Richtung sind wir dann am Ende auch gegangen. Also ich musste den nur erstmal davon überzeugen, musste Präsentationen bauen und musste da richtig ordentlich Klinken putzen bei denen. Aber hat mega Bock gemacht. Also das war so eine Herausforderung für mich selber. War cool. Wie lange hat es gedauert, bis die wirklich das umgesetzt haben? Normalerweise weiß man eben bei größeren Unternehmen, bis die das alles intern absprechen, ist einmal ein Jahr vorüber. Ja, oder? 1,5 Monate hat es gedauert. Oh, okay. Ja. Und hat es wirklich was gebracht letztendlich? Also konntest du wirklich zeigen, so, das war der Umsatz oder das waren die Leads, die wir vorgeneriert haben und das ist danach, was passiert ist? Ja, also vorher war ja gar nichts da. Ne? Also da war relativ leichter, was zu entwickeln, natürlich. Und man muss es halt so sehen, die haben halt ungefähr 5, 6, 7, 8, 9, vielleicht 10 Neukunden im Jahr. Und dann halt ein paar Millionen Tickets direkt. Das heißt also, wie haben wir gestartet? Wir haben halt AdWords gestartet und auf einer Website und da Leads eingesammelt. Und die dann halt qualifiziert. Und am Ende haben wir es dann tatsächlich geschafft, über 1,5 Monate da einen Kunden zu generieren. Einen Kunden hört sich jetzt nicht viel an, der hat aber ein paar Millionen gebracht. Erstens das. Zweitens haben wir dafür in 1,5 Monaten 1,500 Euro bei Google ausgegeben. Das heißt also, sehr cool. Aber dazu muss man auch sagen, mehr hätte man, glaube ich, gar nicht ausgeben können, weil zu diesen Themen gab es gar nicht mehr Suchanfragen. Ne? Also das heißt also, das ist natürlich hochrelevant. Und das ist auch immer das, was ich, wenn wir bei MG irgendwie Coachings machen, also bei mehr Geschäft irgendwelche Coachings machen oder im Workshop sind oder sowas, ist immer das, was ich predige. Es geht um die Relevanz, ja. Also Relevanz zu Keyword, zu Landingpage oder zu Angebot und Keyword oder zu Angebot und Interesse bei Facebook. Wenn es nicht relevant ist, wenn es nicht in diesen mikro-kleinen Problemen denkt, wird es nicht erfolgreich, ja. Okay. Also, ja, kommen wir vielleicht auch jetzt, was ihr so treibt, welche Kanäle ihr jetzt so nutzt für mehr Geschäft oder auch jetzt für die 7-Wochen-Challenge war das, ne? 7-Wochen-Challenge, ja. Du bist ja erst in erster Linie auf Funnels spezialisiert und auf E-Mail-Marketing, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder? Ja, also ich... es ist immer so schwer, ne? Wir expandieren halt gerade auch so stark. Wir haben größer und mehr Personal jetzt bekommen, da... Es ist immer schwer, sich dann auf irgendwas zu spezialisieren. Am Ende muss man dann auch, wenn man Menschen führt, sich in allem auch ein bisschen auskennen, um da eben auch zu sagen, was jetzt die nächsten Schritte sind, damit wir halt unseren Umsatz steigern und weiterkommen und wachsen. Aber man kann schon sagen, wenn man jetzt nur in Online-Marketing denkt, dass ich da auf jeden Fall spezialisiert bin in Funnels und E-Mail-Marketing, ja, definitiv.
Und wenn ihr jetzt irgendwelche neuen Kampagnen startet, ja, ihr habt jetzt ein neues Produkt und ich schätze mal, dass ihr doch relativ oft neue Produkte auf den Markt bringt, entwickelt und so weiter. Funktioniert alles reibungslos und gewinnt ihr sofort Leads und Kunden? Oder müsst ihr auch natürlich jedes Mal die Kampagnen neu anpassen, in diesen Mikrokosmos denken und so weiter und überlegen, okay, erzähl mal da. Also, ja, wir müssen es mal in zwei verschiedene Projekte unterteilen. Fangen wir mal bei MG an. Ja, bei MG haben wir ja zwei verschiedene größere Produkte. Wir haben da unser Business Coaching. Ja, das unser großes Portal, wo ständig Inhalte von uns aktualisiert werden, wo wir auch von uns selber immer wieder Sachen auch reinbringen. Kostet ja monatlicher Beitrag von, ich glaube, 49 Euro. Und zusätzlich haben wir bei MG noch das große PTC-Coaching, ja, das Performance-Traffic-Coaching. Und dort geht es dann wirklich, also in 7 Wochen hartes Coaching von uns. Das ist so ein Bootcamp von uns, wo es einfach darum geht, in 7 Wochen kannst du dir einfach oder bekommst du alle Inhalte von uns und alle den Antrieb von uns auch und auch die Durchsetzungskraft von uns, damit du es dir aufbauen kannst, innerhalb von 7 Wochen so ein Online-Business auch selber dann zu stemmen, ja, und auch dann am Ende stehen zu haben. So, das erstmal zu diesen beiden Produkten. Jetzt haben wir natürlich verschiedene Eingangskanäle. So muss man jetzt bei MG mal schauen, dass wir da die Eingangskanäle wirklich in diese kleinen Mikroprobleme unterteilen. Ja, wir könnten sagen, gut, wir holen uns jetzt unsere alle Leads über Facebook rein und sagen, wir haben das Problem Online-Marketing und das Interesse Online-Marketing. Wenn wir jetzt alle direkt nur auf Online-Marketing schicken würden und eine Landingpage machen würden mit 5 Tipps zum Online-Marketing, ja, dann wird es nicht erfolgreich werden, weil es nicht relevant genug ist. Also wir haben da vielleicht eine Conversion Rate am Ende von 10% oder sowas, aber die Leads sind dann am Ende zu teuer und das macht dann keinen Spaß. Ja? Und deswegen denken wir dann bei MG in so Mikronischen. Das heißt also, wir haben da zum Beispiel das Problem E-Mail-Marketing, wir haben das Problem AdWords-Traffic schalten, wir haben das Problem Facebook-Traffic schalten, wir haben das Problem verschiedene Dinge. Ja, alles so Herausforderungen im Alltag von Online-Marketern. Und diese einzelnen Herausforderungen gibt es als Interessen bei Facebook. So, und dann werden wir natürlich auch Lead-Magnets erstellen zu diesen einzelnen Herausforderungen. Und dann auch darüber dann die Leads reinholen und dann auch die Lead-Magnets nur zu diesen Interessen bei Facebook schalten. Weil wir dann einfach ein hochrelevantes Angebot zu einer hochrelevanten Zielgruppe haben. Ja. Und dadurch sammeln wir dann die Leads ein. Und dadurch haben wir es tatsächlich so, dass wenn wir da jetzt wieder einen neuen Funnel aufmachen und wieder einen neuen Trichter und wieder neue Leute über eine neue Linie reinholen, dass es eigentlich direkt erfolgreich ist. Also wir haben hinten raus, haben wir unseren Backend-Funnel mit den Produkten und die refinanzieren immer alles. Und vorne haben wir dann eben da diese einzelnen Mikro-Nischen-Funnels und da haben wir dann tatsächlich Conversion Rates bei Facebook von knapp 40% zu Beginn und wenn es sich ein bisschen abgenutzt hat, wie die Lookalike kreiert haben, so bei 32%. Also, wir reden jetzt von Opt-in-Raten, keine Sales Conversions, ne? Ja, Opt-in-Raten. Okay, cool. Ja. Und ansonsten, ich schätze mal, ihr nutzt jetzt eben auch wirklich alles, was es so gibt, jetzt da, um den Traffic zu generieren, Facebook. Also man sieht ja sowieso dauernd eure Werbung, egal ob Facebook, YouTube, AdWords, weiß ich jetzt nicht genau, ob ihr da viel macht. Nicht mehr Geschäft. Mehr Geschäft, wenig Facebook. Natürlich haben wir immer ein bisschen was laufen, weil man sagt immer, ne, Facebook darfst du ja nie ganz ausschalten, sonst musst du wieder lange optimieren, bis du wieder hochkommst. Aber Facebook, AdWords haben wir hauptsächlich bei 7 Wochen Challenge. Ne? Also da haben wir dann... Gut, das suchen ja die Leute wahrscheinlich eher nach Abnehmen und genau. So weiter. Ja, da sind wir dann so bei... So in der Hochzeit so bei 50 bis 80.000 Unique Visits am Tag, dann bei 7 Wochen Challenge alleine bei AdWords halt. Ja. Okay. Das heißt, ein paar Leads generiert ihr da auch in dem Bereich. Ne? Ja, da gehen wir ja auf Direktkauf, ne? Ist okay, okay. Also mit einem VSL direkt oder? Machen direkt mit VSL. Darf man das eigentlich? Also gibt es irgendwelche Richtlinien von Google? Also ich muss ja sagen, mit AdWords. Wir fangen, also ich habe gestern 4 in der Früh AdWords-Konto aktiviert, weil wir eigentlich sehr, sehr wenig damit gemacht haben. Und ja. Erzähl mal da, darf man da eigentlich alles bewerben? Also es gibt ja, man merkt ja auch bei Facebook immer mehr, dass es jetzt Richtlinien gibt, wie die Landingpage aussehen sollte, was oben steht und so weiter. Ja. Und AdWords ist ja dann noch eigentlich strikter und darf man eben so vorher selbst, gibt es irgendwas, was man beachten sollte, wenn man es einmal da macht, irgendwie mit Menüführung und so weiter? Ja, also von vornherein kann man erstmal sagen, es gibt so drei Nischen oder drei Nischen, die bei AdWords sowieso generell hoch auf der Agenda stehen und einfach eine hohe Attention haben, also wo AdWords dann einfach drauf schaut. Das ist Abnehmen, das Online-Geld verdienen und das Dating.
Also wenn AdWords da wieder irgendwas zu diesen drei Nischen irgendwie in der Seite hat, dann haben die direkt High Attention und dann schauen die, dass deine Seite wirklich mega clean ist und du einfach auch alles zu deren Richtlinien abmachst. Ne? Und da fängst du dann an, du brauchst oben im Menü, du darfst keine direkte Opt-in machen. Das heißt also, du musst mindestens mal Two-Step-Opt-in machen, aber wahrscheinlich bei den großen drei Nischen musst du auch eigentlich Opt-in über erstmal auf eine andere Landingpage und dann da Opt-in erst. Also das heißt also, auch sowas musst du beachten. Was musst du noch beachten? Das heißt, ihr baut wahrscheinlich so kleine Mini-Portale oder Mini-Webseiten, wo ein paar Blogartikel sind und so weiter zu dem Thema. Und dann, wenn er draufklickt, dann kommt er erst auf die Landingpage und noch zum VSL. Ja, das ist, du musst es unterscheiden zwischen VSL, also Direktverkauf und Opt-in. Das heißt also, Direktverkauf kriegst du bei AdWords relativ gut durch. Opt-in ist schwerer für die, weil die sich immer denken, warum sollten die Inhalte geben für eine E-Mail-Adresse? Also das ist ja Google denkt ja, das ist ja unser Kunde. Wir wollen unseren Kunden ja schützen und wir wollen, dass unser Kunde gerne bei uns auf den Seiten ist. Das denkt Google. Und deswegen denkt sich Google auch, wenn die doch dann jetzt Inhalte denen anbieten, ist das doch super, aber doch dann bitte nicht gegen die E-Mail-Adresse, sondern vollkommen kostenlos. Aber wenn wir das dann verkaufen, dann hat das bei Google wieder eine andere Werthaltigkeit. Und dann denken die sich auch, das ist in Ordnung. Das heißt also, Direct Sale ist leichter durchzukriegen als Opt-in. Und ist total interessant. Ne? Und am Ende musst du halt schauen, dass du bei beiden einfach die Menüführung immer hast. Du hast halt oben ein paar Reiter. Was super funktioniert ist, wenn du den Reiter hast, Workshops. Also das heißt, die sehen, dass es dich selber auch gibt. Selbst wenn du die Workshops nicht unbedingt stattfinden lässt. Ja? Man kann ja mal da einen Termin reinschreiben. Google weiß dann halt, es gibt dich. Und das finden die schön. Und das ist eigentlich schon ein kleiner Mini-Hack. Ja? Ich wusste sowas nicht. Super, ja. Total, ja. Also, was musst du noch einhauen? Also, du darfst halt keine klaren Versprechen machen. Ne? Egal jetzt, ob Direct-Sell oder Opt-In, du darfst jetzt nicht schreiben, -7 Kilo in 8 Wochen. Da wird dir Google, glaube ich, den Vogel zeigen. Und da ist auch egal, wie viel Umsatz du da über Google generierst. Ja? Also, wenn wir da an die 200.000 im Monat an Google überweisen, ist ihnen das auch trotzdem egal. Wenn wir da jetzt in die Headline schreiben würden, -7 Kilo in 8 Wochen, dann würden wir uns trotzdem sperren. Also, es macht denen nichts. Habt ihr überhaupt eine Headline oder kann man eigentlich direkt, also ohne Headline, direkt nur VSL mit Menü und ohne, oder muss man da auch wirklich, ich sag mal, klassisch, einen klassischen Aufbau auch betreiben? Also von der also du solltest schon eine Headline nutzen. Also, du musst ja den User einmal abholen. Du musst ja auch immer so ein bisschen diese Karenzzeit im Kopf behalten, in der das Video auch lädt. Also es ist ja bei jedem immer unterschiedlich, wie lange es lädt. Und einmal kurz den User abholen mit einer klaren Headline, was in diesem Video kommt. Und auch in diesem VSL, den muss man natürlich dann auch so aufbauen, dass nicht unten... So viele Leute verstehen eigentlich gar nicht, wo das Geld wirklich generiert wird. Ein Businessplan ist cool. Ein Produkt zu haben ist cool. Eine Dienstleistung zu haben ist cool. X Businesspartner zu haben ist toll. Angestellte und so weiter. Aber unterm Strich, das Allerwichtigste ist eben wirklich jeden Tag verkaufen. Diese Serie jetzt über 100% Öffnungsrate. Und das Coole ist, meine Klickrate ist im Durchschnitt auch über 50% bis um die 45%, im Schnitt 45% bei diesen Mailings. Und das sind meine Vertrauensaufbau-Mails. Ich habe mich hier bei meinem Consulting mit meinem Namen präsentiert. Ich habe sogar dasselbe Profilbild, ja, auf meinem privaten Account. Das heißt, man könnte im ersten Moment gar nicht unterscheiden, ist das ein Post von mir privat oder ist es meine Fanpage? Läuft halt einfach sehr gut. Und das ist mal eine Werbeanzeige, wie sie eben auftaucht im Newsfeed der Nutzer. Also in der mittleren Seite, warum die Leute eben auf Facebook gehen, wo meine Werbung eben erscheint. Und was ich hier mache, ist nichts anderes, wie ein automatisiertes Webinar zu vermarkten. Man sieht hier, die Anzeige hat 2850 Likes, Kommentare, wurde 540 Mal geteilt. Und was ich einfach mache, ich bewerbe einen Bundles zu kaufen, Pakete zu kaufen. Wir haben hier mal das Beispiel einfach aus dem Fitnessbereich. Handschuhe, also Trainingshandschuhe, Eiweiß, Pulver beispielsweise und ein Shaker. Ist ein super Starter-Set. Und das ist Wenn die das hier gekauft haben, und ich kann dir sagen, die werden das sehr wahrscheinlich kaufen, weil wir sind von der Psychologie her so aufgebaut, dass wenn wir einen Schritt nach vorne machen, machen wir ungern einfach, einen Schritt. Du machst ganz einfach Facebook-Werbung, ja, und zwar so von der Art, finde heraus, welcher Immobilientyp du bist. Ja, dann schickst du sie von dort auf eine Page und auf dieser Page ist ein VSL, ein Mini-VSL, ein Mini-VSL.
Video Sales Letter. Und dieser Video Sales Letter erklärt einfach den Leuten, warum es schlau ist, diese Umfrage. Das ist ein Verkaufsprozess. Nein, du nutzt immer noch den Moment und sagst dann, okay, er möchte dieses Produkt nur nicht haben, weil er noch nicht genug Vertrauen in mich hat. Also biete ich ihm jetzt das Produkt für 50% an. Ja, also du siehst es hier, wir haben ihm im Upsell versucht, ein Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen. Er sagt dann nein, dann bieten wir ihm jetzt dieses gleiche Nahrungsergänzungsmittel im Downsell für 50% des Preises an.